Oder war man? Also für Futter arbeite ich wirklich gerne. So, jetzt können wir auch endlich quasi wieder leveln, wa? Weil jetzt haben wir Digimons, die wir vorher noch nicht hatten. Digifarm ist ja, ne? Wobei hier, Schlag. Die Dinger werden ja, das sind ja die Hacker, ne? Das sind ja die Blacklist-Hacker. War da nicht auch irgendwas, dass man da irgendetwas bekommt, wenn man sie besiegt, alle? War das nicht so? Ebene 1 Noloon. Auf Ebene 1 von Noloon. War da nicht irgendwas? Aber dafür müssen wir aber auch alle finden, ne? Das ist halt auch noch das Problem. Dafür müssten wir auch alle finden. Was ja auch ziemlich schwierig ist. Weil dann müssen wir ja immer die Leute losschicken für die Fälle und sowas. Aber das war, meine ich, auch irgendwas, oder? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen will. Das klingt nach verdammt viel Arbeit. Dankeschön. Na, wie sieht's aus hier bei euch? Ja, das nennt man doch mal Stärke hier. Schön. Ja, auch nicht Stärke. Gut, mir egal. Tani kriegt leider nicht mehr so viel dazu, scheinbar. Weil alles nicht so hoch ist für sie. SP, Angriff, Verteidigung. Lassen wir die noch da ein bisschen durchlaufen und dann können wir Lusmon digitieren. Gott, endlich. Dann mache ich schnell mal den da. Den Blacklist-Hacker. Wie gesagt, ich meine, die waren auch irgendwas. Dass die irgendwie böse waren sind. So, lass mich mal ganz kurz. So. Hey, da ist ein Laden. Das ist ein. Eine Hoodie-Erinnerung. Das ist ein Laden. Ich bin der Medaillenmeister. Oh, es gibt einen Medaillenmeister, wo ich alles kaufen kann. Muss mal stecken, ey. Lass mal stecken, Brill. Der könnte natürlich überall sein. Apropos überall sein, kann man hier irgendwo verhindert. Ich will hier nicht gegen Baby-Digimons kämpfen, ehrlich gesagt gerade. Deswegen verhindere ich mal ganz kurz die Dinger. Ich find's cool, wie Mastermon fliegt. Allgemein ist Mastermon sowieso ziemlich cooles Digimon. Oh, der ist bestimmt ganz hinten, wa? Oh. Der ist bestimmt ganz hinten, der alte. Der alte Suppenkönig. Naja, wie gesagt, in der Zeit läuft das Training für Lusmon durch und dann gewinnt er genügend Stärke für eine Digitation zu. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lusmon FM Fighter-Modus? Ich bin mir nicht sicher. Mich verarschen hier auf. Noloon soll da einer sein. Da stand nichts von anderen Noloon. So. Ach, geh nach O Noloon Ebene 3. Ach so. Da stand was von Ebene 1. Da stand doch das, was mir Ray geschrieben hat, stand doch Ebene 1. Da bin ich mir aber 4000%ig sicher. Da stand eindeutig Ebene 1. Deswegen bin ich ja Ebene 1. Mando. Wer bist du? Ach so. Ja.
Ich glaube, hier war mal eine Mauer und der erzählt uns gerade darüber, dass da mal eine Mauer war. Die haben wir aber weggemacht. Der alte David Hasselhoff. Verhindert. Können wir sogar aufmachen, die Mauer. Sprich, wir waren noch nie in Noloon Level 4 gewesen. Das ist ja auch mal was. Mit einem Ausrufungszeichen, oder? Oh, ich finde das furchtbar, hier rumzulaufen gerade. Ich finde das furchtbar, hier gerade rumzulaufen und zu suchen und zu laufen und zu suchen. Weil es halt schon wieder einer sein kann, der irgendwo sich hier auf dieser Ebene aufhält und, naja. Bläh, ist das für mich. Das ist für mich bläh. Bläh, bläh. Tut man nicht alles. Was tut man nicht alles für irgendwas? Ja, Digimon-Kämpfe habe ich ja ausgeschalten, weil einfacher so. Irgendwo muss er doch sein. Irgendwo muss er doch sein. Sieht nicht danach aus, dass der hier irgendwo ist. Da oben ist er doch bestimmt. Ja, na endlich. Oh. Anstrengend. Hey, du Wurst. Hey. Hallo. Hallo. Ah, jetzt kann ich mit dem Hacker sprechen. Wollt ihr gerade nicht? Ach, das sind doch Baby-Digimons hier. Was kommst du denn hier an, ne? Oh. Ja gut. Ich hab... Ne, darf nicht zu viel erwarten gerade. Dafür habe ich jetzt so lange gesucht, weißt du. Ein Mutpunkt eh, süß. Ja, das... Ne? Bitter, bitter. Nee, nicht zum Digimon-Labor. Wir wollen erstmal raus aus dem... Wir wollen erstmal raus hier. Aus ganz Eden will ich einfach noch raus. Haben wir die Aufgabe erledigt. Okay, die mache ich nicht. Boah, das ist ja anstrengend. Das ist ja anstrengend. So. Energiefraßbestie. Vermeide Kämpfe. Hier ist wenigstens noch ein Speicher ab. Ja, komm. Da gibt es wenigstens noch einen Speicher ab. Der Klient ist Ophanimon. Ich werde es kontaktieren um genauere Informationen zu dem Fall bitten. Danke, dass du meinen Fall übernommen hast. Akzeptierst du wirklich alle Fälle auch von Digimon? Ausgezeichnet. Endlich habe ich jemanden gefunden, der bereit ist, mir mit meinem Problem zu helfen. Ich habe zwei Freunde, Seraphimon und Kerpimon. In letzter Zeit steht es nicht gut um die beiden. Sie kämpfen jetzt sogar gegeneinander. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich streiten, aber dieses Mal weigern sie sich, sich wieder zu vertragen. Ich habe versucht, zwischen ihnen zu vermitteln, aber keiner von beiden will mir sagen, warum sie sich zanken. Jetzt wollen sie mich zwingen, mich für einen von den beiden Seiten zu entscheiden. Ich bin in einer sehr schwierigen Lage. Leider kann ich wohl nichts machen. Bitte sorg dafür, dass sie aufhören zu kämpfen. Wenn du nicht vermitteln kannst, wäre es eine große Hilfe, wenn du herausfindest, warum sie sich überhaupt streiten. Sie sollten sich gerade unter dieser URL streiten. Engelsserver, die sind wirklich wütend. Bitte sei vorsichtig. Okay, sie sind wirklich wütend. Aber ich will nochmal ganz kurz ins Digimon-Labor.
denn? Das müsste fertig sein, oder? Ach, noch 2 Minuten. Bringt es überhaupt noch irgendwas für dich? Welches Level bist du denn überhaupt? Warte, halt. Was mache ich? Welches Level bist du denn überhaupt? 40. Für die Digitation musst du... Was nochmal können? 180 Angriff und 240 Int. Na, ich hoffe mal, dass das mit dem Int noch hinhaut, wa? Ich hol den da mal raus. Ich hol den da jetzt echt raus. Ja, ich muss ihn da auch wirklich rausholen. So, Anubis. Ah, das Weißmann interessiert keinen. Wobei, Weißmann interessiert doch noch einen, weil das immer noch... Ne? Weiß ich nicht, ob der noch genügend Stärke dafür kriegt. Wir nehmen ihn auf jeden Fall erstmal mit in die Gruppe auf und dann holen wir uns auch wieder unsere anderen dazu. Unsere Levels. Holen wir uns wieder dazu. Okay, Examon kann erstmal weg. Und Kuschel kann erstmal weg. So, dann sind sie nämlich schon gleich in der Gruppe drin. Ja. Weil jetzt müssen wir ja wieder TP generieren für Level-Ups. Ich werde aber trotzdem noch die Aufgabe machen, ne? So ist es ja nicht. Ich werde trotzdem die Aufgabe jetzt machen. Ja. Klar, können wir uns dann ein bisschen aufs Leveln dann wieder konzentrieren. So, neuer Zielserver Engel. Neuer Zielserver Engel. Engelserver. Heilig! Es gibt keine Anzeigen auf Seraphimon oder Krepimon. Vielleicht sind sie reingegangen. Mal schauen. Ich glaube zwar nicht, dass man das Krepimon ausspricht, aber ich nenne es trotzdem Krepimon. Sheepmon. Ich frage mich, ob das ein Schaf ist. Ich habe noch nie von einem Sheepmon gehört. Okay, sehr engellastig hier scheinbar. Aber wir werden sie trotzdem töten. Nein, niemand singt jetzt. Engel leiden, Engel weinen, Engel fühlen sich mal allein. Engel... Puh, da hört schon auf, weiter weiß ich gar nicht mehr. Ist auch ein bisschen sehr alt, das Lied. Wie hieß der Ben? Hieß der Ben? Der hieß Ben, oder? Der das damals gesungen hat? Kam er nicht auch von der GZSZ? Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder GZSZ geguckt noch seine Musik gehört. Das ist nicht meine Musik gewesen. Okay, Int kriegt er auf jeden Fall gar nicht mal wenig dazu. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir ihn trotzdem auf Level 99 hauen müssen, wa? Na gut, und Weißmon müssen wir mal sehen, ob wir da genügend Stärke generieren können, dass er das denn schafft. So, da ist eine Kiste. Diese Kiste werde ich antatschen. Ein Speicher-Up, geil. Oh, ein Speicher-Up ist gut. Speicher-Up ist wirklich gut, weil wir wirklich noch ein bisschen mehr Speicher brauchen, damit wir noch ein weiteres Digimon mitnehmen können, weil wir hatten, als wir unser Team gestellt hatten, noch Platz für einen Digimon gehabt. Sprich, wir müssen da noch ein bisschen... So, Seraphimon und Krepimon. Streitet nicht. Oh. Was hast du gesagt? Ich bin viel besser als du. Halt die Klappe. Diese Worte wirst du noch bereuen. Was willst du? Verzieh dich. Das geht dich nichts an, Mensch. Verschwinde. Raus dir, habe ich gesagt. Kämpfen ist nicht gut. Ich kann mich nicht erinnern, dich um deine Meinung gebeten zu haben. Du willst wissen, warum wir kämpfen? Dann lässt du uns in Frieden? Erst sagst du, kämpfen ist nicht gut, dann sagst du, wir können weitermachen. Wofür hältst du uns? Jetzt sind sie wütend auf mich. Vielleicht werden sie jetzt mit mir reden. Der wirkte vernünftig. Halt dich aus unseren Angelegenheiten raus. Es bringt nichts. Sie weigern sich komplett, mit mir zu reden. Da gibt's nur eins. Interessant, der Mensch will gegen uns kämpfen. Na schön, da kommen wir nicht mal ins Schwitzen. Werden wir ja sehen.
Du Schnafter. So, wie man sieht, ich habe... Na, mal sehen. Ich denke mal, die sterben. Ja. Entschuldigung. Panik muss nicht sein. Das meine ich ernst. Panik will ich echt nicht haben. Ich meine, wir haben so wenig Kapseln und alles, so dass wir wirklich... Dass wir wirklich gucken müssen wegen dem Meistercup, weil da brauche ich definitiv noch mehr Zeug. Ein Charakterwechsel wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Weil im Endeffekt... Ja. Ist eigentlich egal, wenn wir hier angreifen. Und nein, ich wechsle nicht die Digimon. Ich will, dass wir das mit denen machen, damit wir die EXP bekommen. Deswegen werde ich nicht die Digimon wechseln. Weil mir geht es gerade ein bisschen hauptsächlicher um die EXP als um alles andere. Ansonsten haben wir sowieso nicht so wirklich Digimons dabei, ne? Chat haben wir dabei, aber sonst ist da auch nichts dabei. Der da jetzt irgendwas vernichten könnte. Ich glaube, dann tauschen wir Nico mal einfach gegen Chat aus. Weil Chat hat ja, glaube ich, auch verteidigungsdurchbrechender Angriff. Und Nico hat das ja eh nicht mehr drin. Das tat aber weh. Das tat jetzt aber erstaunlich ganz schön weh. Naja, das kommt, weil... Naja, viel Schaden, ne? Okay, dann ist... Müssen wir Krepimon eigentlich als erstes erledigen, oder? Okay, der macht auch nicht viel mehr Damage, ehrlich gesagt. Okay, Chat brauchen wir nicht wirklich. Es tut mir leid, Chat brauchen wir nicht wirklich. Ich hätte jetzt gedacht, dass er mehr Damage macht oder so, aber Chat macht halt gar nichts an Damage. Leider nicht. Dann können wir auch Angriffe auf alle machen, was dann in etwa dieselbe Stärke macht. So, und Krepimon müssen wir mal Charakter wechseln, wäre schön, auf Krepimon, weil der war gerade böse. Oh, geblockt. Ich will nicht mit einem richtigen Team. Aber scheinbar haben wir keine andere Wahl. Scheinbar haben wir keine andere Wahl als mit einem richtigen Team. Tja. Was willst du manchmal machen, ne? Keine Ahnung, ob der... Ich weiß noch nicht mal, ob der stark ist in dem Sinne. Ich habe noch nie mit Lusmon gekämpft. Aber mich nerven die beiden ein klein wenig. Ein klein wenig nerven mich die beiden. Gebe ich zu. Ach ja, der war immer echt stark gewesen mit seinen Angriffen. Er war super gewesen immer mit seinen Angriffen. Meine Güte, mein Husten, der nervt. Schön, schade, ich wollte eigentlich verpixeln. Verpixeln wäre lustig gewesen, glaube ich. Großes Kreuz, ich habe noch nie mit Lusmon gekämpft. Ich hoffe, wir dürfen auch nochmal gegen einen Lusmon kämpfen. Mir fehlen noch so ein bisschen diese Herausforderung in dem Sinne, muss ich sagen. Dass wir gegen Lusmon kämpfen und dass wir gegen die großen Bösen kämpfen und sowas, das fehlt mir ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mich echt drüber gefreut, ehrlich gesagt. Aber das kommt irgendwie nicht. Schade, wirklich. Das Stecken. Wäre bestimmt lustig geworden. Bist du gegen die Royal Knights und sowas? Jetzt haben wir überhaupt nichts gegen die. Das ist ein bisschen doof. Also wird die Folge ein bisschen länger gehen.
Ich wollte eigentlich schon wieder... eigentlich schon wieder aufhören, weil das ist halt mit dem Husten, ist das halt echt ein bisschen nervig derzeit. Ne, ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit immer nur krank bin. Großes Kreuz. Ja, leider, wie gesagt, der Damage fehlt halt ein bisschen bei uns, ne? Wir haben halt echt nicht unsere Viecher dabei. Ich hätte eigentlich eher dran denken sollen, das wäre sowieso. So, das gibt jetzt viel Damage. Sag ich ja. Wir machen gar nicht mal wenig Damage, wirklich. Ist eigentlich sowas wie Heilung? Nee. Verwenden wir weiter unsere Sprays, weil wir ja so viel Geld haben. Ja. Naja, wenn einer schon mal tot ist, ist ja auch alles gut. Siehst du, einer ist schon mal tot. Jetzt haben wir viel mehr Chancen. Das interessiert mich eigentlich noch seine andere Technik. Beziehungsweise, wenn er digitiert, Technik. Können wir uns ja doch jetzt gleich langsam wieder ums Leveln kümmern, wa? So, der ist jetzt tot und dann haben wir es endlich geschafft. Zack. Zack, die Bohne, Alter. Nehmen wir ein Schwert runter. Ja, natürlich wäre es mit den XP-Monstern wäre es ja natürlich noch ein bisschen cooler geworden. Bei 34.000, das wäre aber naja, gut. Wie gesagt, leveln können wir auch immer noch überall anders. Ja. Wie konnte er uns beide besiegen? Wenn ich gut bin. Wie sollen dir sagen, warum wir kämpfen? Willst du es wirklich unbedingt wissen? Na gut, aber nur weil du gewonnen hast. Ja, noch mehr Demütigung halte ich nicht aus. Wir kämpfen wegen Ophanimon. Hä? Wir streiten uns, wer der bessere Verehrer für sie ist. Ähä. Das bin natürlich ich. Lächerlich. Ich bin es, ganz klar. Ich bin nicht nur stark, sondern auch klug und nett. Ich bin rundum perfekt für sie. Du hast auch Fehler. Passt dein grobes Verhalten auch zu ihr? Und was ist mit dir? Du bist so förmlich und spießig. Du würdest sie zu Tode langweilen. Jetzt weiß ich den Grund, aber sie drehen sich im Kreis. Was soll ich tun? Ophanimon davon erzählen? Ein ernstes Wörtchen mit den beiden reden. Aber ich glaube, Ophanimon davon erzählen. Hallo, wie läuft es? Was? Du weißt, warum sie sich streiten? Ich bin gleich da. Was meinst du damit, dass Ophanimon unterwegs ist? Das ist nicht gut. Das wird unangenehm. Ja, wirklich unangenehm. Ich find's trotzdem irgendwie lustig, weiß ich nicht. Verstehe. Jetzt weiß ich, warum ihr euch streitet. Habt ihr vergessen, was eure Aufgabe ist? Sollt ihr nicht Recht und Ordnung schützen? Dass ihr euch wegen einer persönlichen Angelegenheit streitet, ist unverzeihlich. Ich weiß. Ihr habt so viel Schaden angerichtet, ihr müsst das reparieren. Und eure Freundschaft müsst ihr auch reparieren. Und dann geht's los. Danke, dass du es mir gesagt hast. Jetzt kann ich dafür sorgen, dass sie sich wieder vertragen. Du magst ein Mensch sein, aber ich bewundere deine Stärke und gute Urteilskraft. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Ich glaube, das lässt sich jetzt regeln. Den Rest kannst du mir überlassen. Ich weiß genau, was du vorhast. Ich bin dir dankbar, dass du mein Problem gelöst hast. Die beiden haben sich beruhigt und zeigen Reue. Sie reparieren den angerichteten Schaden. Es ist nur richtig, dass sie alle den Ärger wieder gut machen. Ich bin froh, dass diese Sache jetzt geklärt ist. Ich war schon etwas geschockt, als ich herausgefunden habe, dass sie sich wegen mir gestritten haben. Aber zwischen uns dreien ist jetzt wieder alles beim Alten. Als Dankeschön möchte ich dir gerne etwas erzählen. Erzählen? Seit du sie besiegt hast, nutzen sie dich als Maßstab der Stärke. Aha. Jetzt glauben sie, wer von ihnen dich besiegt, ist das beste Digimon für mich.
Sie helfen einander, um mehr zu trainieren, damit sie dich besiegen können. Aha. Sie sind jetzt enger Freunde als je zuvor. Das macht mich froh. Sei nächstes Mal, wenn du sie siehst, vorsichtig. Aha. Ich mach sie auch so platt. Ich hab mich ja noch nicht mal angestrengt. Ja, wir haben es geschafft. Wusstest du, dass es Schienen auf der Insel gibt? Ja, ich habe diese Inseln erschaffen. Ich bin euer Gott. Gott, jetzt machen wir aber erstmal die Aufnahmepause. Wie gesagt, es geht heute echt nicht lange. Naja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann den Fall abgeben und alles andere machen. Und ich glaube, dann gehen wir wieder leveln, wa? Weil bei Bestiengeister haben wir jetzt, Lusmon haben wir jetzt, Wisemon haben wir jetzt, wir können Belfemon machen, Belfemon RM machen und was weiß ich alles. Wir werden auf jeden Fall mal gucken. Naja, gut, bis zum nächsten Mal dann für die Stunde. Ja, ist dann, genau, ist dann eine Stunde und dann machen wir den Livestream und dann machen wir diese eine Aufgabe mit den, wie heißt der Server, Absinth-Server oder sowas? Sunny hatte das geschrieben und der soll richtig, richtig scheiße sein. Ich bin gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.